Skizze kann ich jetzt durch dieses Schloss sperren und setze mir jetzt gleich noch eine Ebene drüber und nenne die Zeichnung. So, jetzt bin ich auf der Zeichnungsebene. Warum mache ich das? Aus einem Grund. Jetzt ist die Skizze dadurch gesperrt. Ich kann hier nichts mehr verändern. Die ist mir als Grundlage sozusagen unterlegt. Und ich kann jetzt im Zeichnungstool oder auf der Zeichnungsebene meine Zeichnungstools ansprechen. Die finde ich in diesem Reiter auf der linken Seite. Und jetzt habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Freihund, Bézier-Kurven, Stift, B-Spline und so weiter. Für User, die mit der Maus arbeiten, empfiehlt sich die Bézier-Kurve zu nutzen. Hier kann ich eben Ankerpunkte setzen und durch Drücken und Ziehen kann ich hier gewisse Bereiche nachfahren und kann so meine Illustration vorbereiten. Wenn mir jetzt die Farbe, gehen wir nochmal zurück, von der Grundeinstellung her kann ich hier eins machen. Ich kann jetzt die Farbe gleich vorab anders wählen. Ich gehe hier unten in die Einstellungen, setze hier für die Füllfarbe schwarz und für die Umrisslinie, das mache ich auch schnell nochmal auf keine. In der Grundeinstellung ist es immer anders. Jetzt habe ich nämlich gleich die Möglichkeit, die Vektor-Bézier-Kurven in Schwarz umzusetzen. So, ich fahre jetzt hier gewisse Bereiche nach und zeichne mir so den Mund meiner Illustration Stück für Stück nach und habe hier sehr schnell die Möglichkeit, meinen Mund entsprechend nachzuzeichnen. Wenn mir die Form so noch nicht gefällt, kann ich hier oben in das Form-Tool rein, die entsprechende Kurve anwählen und ganz individuell nochmal die Kurven überarbeiten. Durch die Anfasser habe ich die Möglichkeit, das alles so schön zu tarieren, wie ich es gerne hätte. So, jetzt haben wir natürlich den Mund als Hintergrund gemacht, brauchen noch die Zahnreihen. Dazu schalte ich mir jetzt hier die Füllfläche aus, setze gleich eine neue Ebene. Und um jetzt zu zeigen, was ich für weitere Möglichkeiten habe, und da bietet sich's an. In dem Fall habe ich ein Wacom Cintiq, das freihand nachzuzeichnen und fülle das jetzt gleich mit Weiß oder hier die Zunge und kann dann eben entsprechend sehr viel leichter durch das Grafiktablett direkt sehen, wo ich mich befinde, kann es eben sehr schön austarieren und angleichen und kann mich so durch meine komplette Illustration durcharbeiten. Ganz wichtig ist eben hier auch immer zu sehen, okay, ich brauche gewisse Abfolgen in der Illustration. Ich möchte ja, dass die Zahnreihe vor eben der Form der Außenlinie liegt. Hier gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder ich gehe über Objektanordnung und setze etwas vor oder hinter die Ebene. Oder ich hole es entsprechend nach vorne oder hinten, indem ich über die Steuerungstaste und Bildlauftaste nach oben oder nach unten hole. Ja? Also hier kann ich die Anordnungen entsprechend zuweisen. Das ist die eine Möglichkeit, Illustrationen in Vektoren umzuwandeln. Ich wollte noch ganz kurz auf der Zeichenebene ein Tool zeigen, und zwar das Live Sketch Tool. Das ist ja ein Tool, was sehr neu ist, auch noch ja einiges an Übung benötigt, aber das findet man eben hier unten unter Live Sketch. Und hier habe ich die Möglichkeit mit vielen kleinen Strichen, ich hoffe, das sieht man, ähnlich wie man Prinzip auf dem Telefon Notizzettel was scribbelt, seine Illustration so zu machen. Ich übertreibe es jetzt mal hier, hoffentlich sieht man das, dass man eben aus diese Form finden, dann eine schöne konkrete Form von Corel oder über dieses Live-Sketch-Tool angeboten bekommt. Es gibt hier einige Einstellmöglichkeiten, in wie viel Sekunden er das dann eben zur realen Form umsetzt. Aber es ist eine schöne Möglichkeit, dieses ja, Form suchen, scribbeln, dann real in eine schöne Außenlinie umzusetzen.